Hallo, liebe Zuschauer, unglaublich, aber wahr, ein neues Video auf meinem Kanal. Der Grund dafür, Dune Imperium, die digitale Umsetzung des erfolgreichen Brettspiels, was ich unheimlich gerne spiele, was ich sehr, sehr gerne im Solo-Modus spiele, was ich aber auch schon einige Male gespielt habe, mit der guten Lenfer und dem guten Seth. Nie gewonnen, die beiden haben sich die Siege immer untereinander ausgemacht, aber ist egal, nichtsdestotrotz mag ich dieses Spiel unheimlich gerne. Und da das Spiel jetzt erschienen ist auf Steam, nächstes Jahr kommt es auch für Android und iOS für mobile Geräte, möchte ich euch das jetzt mal präsentieren, spielen. Ich möchte nicht großartig auf die Regeln eingehen, einfach nur euch zeigen, wie gut diese Umsetzung tatsächlich gelungen ist. Und dafür starten wir jetzt ein neues Spiel. Man kann eine Kampagne spielen, hier gibt es Gefechte, die man ausspielen kann, dafür gibt es dann Punkte und dann internationale Ranglisten, also das ist auch schon alles drin. Und natürlich auch hier Tutorial, wo alles wirklich komplett erklärt wird, die ganzen Spielregeln. Online kann man auch schon spielen und hier unten seht ihr meinen Nick, meine Nummer, meine ID. Könnt ihr euch adden, wenn ihr das Spiel auch habt oder wenn ihr andere Spiele von Digital Wolf, den Entwicklern, habt, dann addet mich ruhig, dann sehen wir uns vielleicht mal online. Wir starten jetzt aber ein Spiel und ich möchte mit euch tatsächlich nach den Haus Hegel Regeln spielen. Das ist der Solo-Modus, der mit dem Spiel kommt. Der Solo-Modus funktioniert ganz einfach. Da ist ein Kartendeck bei und immer wenn die KI dran ist, man muss gegen zwei KI-Gegner spielen, dreht man eine Karte um und da steht dann genau drauf beschrieben, was die KI in dem Moment tut. Und das ist wirklich richtig gut gebalanced und das funktioniert richtig gut. Und da sind meistens immer spannende Spiele bis zum Schluss dabei. Es ist nicht so, dass man hier durchrasen kann. Natürlich kann man auch hier den Schwierigkeitsgrad einstellen. Ich habe ihn auf Söldner, das ist das Einfachste. Man kann, das hier, das ist das Schwerste. Da sieht man dann auch, dass man ganz andere Startressourcen hat. Hier, wenn ich jetzt als Söldner spiele, habe ich natürlich extra Startressourcen. Ich habe ein Geld, ein Spice und die Rivalen erhalten ihren Schwertmeister auch erst in der fünften Runde. Der Schwertmeister ist der dritte Arbeiter. Man hat zwei Arbeiter oder Agenten heißen die in dem Spiel. Und den dritten erhalten die erst in der fünften Runde. Anders als im normalen Spiel, wo ich natürlich jederzeit, wenn ich das nötige Kleingeld habe, mir den Schwertmeister, meinen dritten Arbeiter, meinen dritten Agenten kaufen kann. Aber starten wir ein neues Spiel. Und ich kann jetzt diese beiden Charaktere auswählen. Auch das hätte ich gerade anders einstellen können, weil ich sagen könnte, ich kann mir einen Anführer auswählen. Und so ist aber die normale Regel. Man zieht zwei Anführer und wählt dann einen aus. Gräfin oder den Grafen. Wie heißt denn der? Ilban Richesse oder Richese? Rikesse? Ilban. Graf Ilban. Der hat als seinen Siegelring Spezialität, kriegt er immer ein Geld. Geld ist auch wichtig. Gnadenloser Diplomat. Immer wenn du Geld als Kosten für ein Feld bezahlst, ziehst du eine Karte. Ach, das ist super. Also wenn ich irgendwas kaufe, was Geld kostet, ziehe ich eine Karte von meinem Deck. Das ist super. Ich glaube, nee, wir spielen mit dem Grafen. Gegen den Baron, Harkonnen und Graf Memnon Torvald. Sehr schön. 10 Runden maximal. Danach werden die Punkte gewertet. Und hier seht ihr schon, hier geht's los. Automatisch hat er diese Karte gezogen, das heißt, er geht auf das Feld und dieser Effekt wird ausgeführt. Darauf möchte ich jetzt gar nicht näher eingehen. Auch hier sehen wir das wieder. Und dann bin ich auch schon an der Reihe. Das sind meine 5 Startkarten, die ich habe. Hier unten sehen wir das Schlachtfeld und den Konflikt, der ausgetragen wird. Und es geht schon direkt im ersten Konflikt um einen Siegpunkt. Das ist hier oben dieses gelbe, dieser gelbe Punkt oder dieser, ja, diese Darstellung von Dune praktisch. Der Zweitplatzierte erhält noch eine Intrigenkarte und 2 Geld und der dritte geht leer aus. Sehr schön. Ich mache ja gerne immer dieses Fremen Race. Deswegen würde ich sagen, da ich auch ein Wasser auf der Hand habe, gehe ich mal zu den Fremen hier. Kriege dafür 2 Soldaten. Und da es ein Kampffeld ist, das sehen wir jetzt nicht, weil mein Arbeiter davor steht, das sehen wir zum Beispiel hier unten, diese gekreuzten Schwerter, habe ich die Möglichkeit, Truppen zu entsenden. Ich werde mal direkt 3 Truppen reinhauen. Genau. Wende den Zug und dann geht es auch schon weiter. Bakon Harkonnen setzt seinen zweiten Arbeiter. Auch er hat jetzt die Truppe, die er gerade bekommen hat, hat er reingehauen. Und der Graf hier hat auch 2 Truppen reingehauen aufs Feld. Das Problem ist, die haben jetzt keine Arbeiter mehr, ziehen aber gleich vor dem Gefecht jeweils noch eine Karte, wo unten Schwerter abgebildet sind. Zum Beispiel, kann ich das jetzt nicht zeigen, weil ich keine entsprechende Karte auf der Hand habe. Mal gucken, ob wir hier in der Kartenauslage, die man kaufen kann. Da unten seht ihr, in dem blauen Feld sind 2 Schwerter. Hätte man also Duncan Idaho und würde ihn in der Aufdeckphase ausspielen, dann würde man ein Wasser bekommen und 2 zusätzliche Kampfstärke für das Gefecht. Und so ähnlich funktioniert das dann gleich auch für die beiden KI-Spieler. Also die können mich tatsächlich noch übertreffen. Das heißt, ich sollte zusehen, dass ich noch irgendwie
Truppen reinspiele. Das funktioniert immer, wie gesagt, nur wenn ich auf ein Feld gehe, wo die gekreuzten Schwerter sind. Ich habe da einen Siegelring. Wenn ich den ausspiele, kriege ich ein Geld. Ich würde sagen, dass das mache ich jetzt auch. Ich gehe jetzt einfach mal hier zum imperialen Becken, kriege dafür dann ein Spice und durch meine Siegelringfähigkeit ein Geld. Viel wichtiger allerdings ist, ich kann Truppen entsenden. Und wisst ihr was, da es jetzt direkt schon um den Siegpunkt geht, haue ich beide Truppen rein, die ich noch habe. Man sieht hier unten in der Ecke die Truppen, die man in der Garnison hat. Und das sind die Truppen, die man tatsächlich dann auch aufs Schlachtfeld schickt. Das war mein Zug. Jetzt, da ich keine Arbeiter mehr habe, geht es in die Aufdeckenphase. Das heißt, ich decke hier die Karten auf und kriege dann den Einfluss, der unten angegeben ist, im blauen Feld. Das wäre jetzt in meinem Fall insgesamt 5. 5 Überzeugung heißt es, nicht Einfluss, Überzeugung. Und werde dann, glaube ich, beides gute Karten. Beides gute Karten. Ich hole mir den Spice-Jäger und einmal Arrakis Kontakt. Genau, Flynn. Danken Idaho gleich mal da ist, dann würde ich ihn als nächstes holen. Aber ich habe jetzt die Fremen-Karte gerade gezogen, weil ich ja in Richtung Fremen-Bündnis arbeite. Das ist so die Strategie, die ich gerne spiele. Ihr seht, da ist gerade die Karte wurde aufgedeckt. Er kriegt 3 Schwerter dazu. Und dasselbe jetzt auch nochmal für den Graf. Der kriegt auch nochmal 3 Schwerter dazu. Hätte ich mir also im Prinzip eine Truppe sparen können, denn jeder Würfel, den man reinwirft, sind 2 Kampfstärke. Nichtsdestotrotz habe ich gewonnen. 10 Kampfstärke, der erste Siegpunkt. Zack, auf mein Konto. Das Spielende wird auch getriggert, sobald einer 10 Siegpunkte erreicht hat. Das nächste Gefecht geht um eine Intrigenkarte und 3 Spice. Ja, auch nicht schlecht. Eigentlich immer gut, aber man muss immer so ein bisschen abwägen, was man tatsächlich als nächstes macht. Und wie sammeln die Spieler des Haus Hagel, also der Haus Hagel KI, kann man ja kaum sagen, weil es ja nur ein Kartendeck ist. Die sammeln Siegpunkte natürlich, indem sie hier auf den Rängen aufsteigen. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier dieser gelbe Punkt, das bin ich, jetzt gleich nochmal eine Fremen-Mission ausspiele, das werde ich jetzt gleich machen, dann gehe ich einen hoch und kriege dann dafür einen Siegpunkt. Erreiche ich hier oben die Schwelle, erreiche ich das Fremen-Bündnis, was auch ein Siegpunkt wert ist. Und das gilt natürlich für jede angegebene Leiste an der linken Seite. Aber die sammeln auch noch andere Siegpunkte. Immer, wenn sie 7 Spice gesammelt haben, wird das automatisch umgewandelt in einen Siegpunkt. Dasselbe gilt für Geld. Also Solari, 7 Solari, ein Siegpunkt. Und sobald sie 3 Wasser gesammelt haben, weil Wasser ist echt selten in dem Spiel, gibt das auch nochmal einen Siegpunkt. Zusätzlich zu den normalen Möglichkeiten, wie sie Siegpunkte über diese Leisten hier oder über zufällige Karten, zum Beispiel hier das Spice muss fließen, wenn man sich diese Karte mit 9 Einfluss oder Überzeugung kaufen würde, kriegt man automatisch sofort einen Siegpunkt. Und natürlich über die Gefechte, da gibt es dann auch immer wieder Siegpunkte. Gut, spielen wir weiter die Fremen-Karte. Ich hole mir ein Wasser, steige bei den Fremen wieder auf. Sehr schön. Das ist mein zweiter Siegpunkt. Den kann ich allerdings auch wieder verlieren, wenn ich durch irgendwelche Einflüsse zurückgestuft werde. Da gibt es Karten, die die Gegner ausspielen können. Dann verliere ich zum Beispiel einen Rang. Das kann ich natürlich auch machen. Und dann ist der Siegpunkt wieder weg. Genauso wie die Bündnisse. Die stehen nur fest, wenn man hier oben das Feld erreicht, das letzte Feld, und durch äußere Einflüsse nicht zurückgestuft wird. Selbst wenn jemand gleich zieht, das Bündnis bleibt dann bei dem Ersten, der hier oben diese Leiste erreicht hat. Solange, bis durch irgendwelche Effekte, Intrigenkarten zum Beispiel, man wieder zurückgestuft wird. So kann man dann ein Bündnis wieder verlieren. Auch nicht uninteressant. So, was mache ich als nächstes? Jetzt haben wir es gerade gesehen, er hat 7 Spice, dadurch kriegt er einen Siegpunkt. Die Spice sind natürlich weg, logischerweise. Weil die geben das nicht aktiv aus. Ne? Man, wie gesagt, ihr müsst euch das Brett vorstellen, man dreht die Karte um und führt dann genau das aus, was der Computer jetzt hier auch macht. Und muss man darauf achten, haben die 7 Spice, dann gehen die halt weg, zurück in der allgemeinen Auslage und kriegen dafür einen Siegpunkt. Was mache ich? Ich möchte so langsam in Richtung Geld gehen, damit ich meine nächsten Runde den Schwertmeister kaufen kann. Ihr seht ja auch bei dem Grünen und bei dem Roten, wie Rot, Harkonnen, Grün, Torwald, und sind auch diese kleinen Striche angegeben, wie lange es noch dauert, bis die automatisch ihren Schwertmeister bekommen. Wie gesagt, in der 5. Runde ist es soweit. Und ich gehe jetzt mit Dune, der Wüstenplanet, hier auf den Markt, glaube ich, und kann dann meine Melange verkaufen. Verkaufe 2 Spice, kriege dafür 6 Geld. Das heißt, habe 8 Geld, 8 Solari und kann dann in der nächsten Runde, wenn ich wieder dran bin, mit einer entsprechenden Karte. Ihr seht die Symbole mal hier. Ich müsste zum Beispiel so eine Karte ausspielen mit diesem grünen Fünfeck. Kann ich dann hier hinziehen und meinen Schwertmeister holen, den ich dann auch sofort einsetzen kann. So, wie ich sehe, nimmt jetzt gar keiner dran teil.
Er hat jetzt 6 Truppen in der Garnison, aber er hat keine reingespielt, weil er auch nicht die Möglichkeit dazu hatte. Interessant. Ja, dann kriegt halt keiner den Bonus. Was soll's. Ich kann wieder aufdecken. Ihr seht hier wieder das Schwert. Das zählt allerdings nur, wenn man mindestens eine Truppe reingespielt hat ins Gefecht. Ansonsten sind die jetzt in dem Fall absolut nichts wert. Und ich habe sogar auch nur eine Überzeugung nur. Davon werde ich nicht viel kaufen können. So, hier die Infanterie, die mir so nichts bringt, außer beim Aufdecken. Ja. Ich hole mal den Mordanschlag. Gucke, dass ich die Karte dann demnächst entwerten kann und kriege dafür 4 Geld, also 4 Solari. Ich sage immer Geld. So. Ja. Kein Konflikt wurde ausgetragen, weil sich keiner beteiligt hat. Der nächste Konflikt ist dann die Belagerung von Arakeen. Wird auch immer hier durch diese Flammen angezeigt. Darum geht es jetzt tatsächlich auf dem Feld, denn es ist auch so, dass wenn man jetzt die nächste Runde gewinnt, dass man dann Besitzer dieses Feldes ist, bis wieder drum gekämpft wird. Und dann legt man hier so ein kleines Plättchen hin, so ein Wappen und kriegt dann jedes Mal, in dem Fall wird man dann auch noch ein Geld kriegen für jeden, der auf das Feld drauf geht. Also wenn die KI dahin zieht, dann in also gehen wir mal davon aus, ich gewinne jetzt das Gefecht, platziere dort mein Fähnchen und die KI zieht dann dahin, dann kriege ich tatsächlich ein Geld. Selbst wenn ich meinen Arbeiter, meinen Agenten darauf ziehe, kriege ich dann auch ein Geld. Genau. Und ich hole mir jetzt erst einmal einen neuen Arbeiter. 8 Geld weg, aber den kann ich sofort einsetzen. Das ist natürlich stark. Je schneller man das hinbekommt, desto besser ist es. Und ich glaube, ich werde den Space Spicejäger benutzen. Nochmal ganz kurz zur Erklärung. Das, was hier an der Seite angegeben ist, also das hier ist natürlich das Fremen-Wappen. Das muss ich bezahlen, ein Wasser, um 2 Krieger zu bekommen. Ähnlich wie hier muss man 2 Spice ausgeben, um eine Karte zu zerstören, um dann 2 neue zuzuziehen. Wenn man hier 6 Spice hat, dann kriegt man hier ganz viele Truppen und ganz viel Wasser. Also hier die Händlergilde. Das ist die Weltraumgilde. Ja. Die Highliner. Ja, whatever. Das ist schon ein starkes Feld. Aber ich spiele jetzt erstmal meinen Spice-Jäger, hole mir 2 Truppen. Und die schmeiße ich natürlich direkt auch ins Gefecht rein, weil ich diesen Siegpunkt wieder haben möchte. Und er spielt auch mit. Logisch, es geht um Siegpunkte. Frage, was ich jetzt mache. Die haben beide keine Truppen mehr, die sie reinspielen können. Ich kann auch Truppen reinspielen, das ist alles so knapp, weil die gleich auch noch Karten ziehen. Habe ich nicht, ich kriege zumindest ein Schwert dazu. Ich hätte jetzt natürlich noch die Möglichkeit, meinen Siegelring zu spielen. Zum Beispiel auf das Feld, was mir eine Truppe und eine Intrigenkarte geben würde, oder auf das Feld, das wird mir eine Truppe geben und ein Wasser, wodurch ich dann in der nächsten Runde theoretisch dann wieder mir hier Truppen holen kann. Ich probiere es mal mit einer Intrigenkarte, weil da sind teilweise echt starke Karten bei. Ja, machbar. Okay, jetzt habe ich diese Karte bekommen, diese Intrigenkarte. Das ist interessant. Da kann ich nämlich am Ende mir noch Siegpunkte holen. Steht da, wenn ich da 3 Einfluss auf 3 Einfluss leisten, also das sind die Leisten, habe, kriege ich einen Siegpunkt. Oder wenn ich so auf allen 4 Leisten in der dritten Einflussreihe bin, kriege ich sogar nochmal 2 Siegpunkte. Da kann man tatsächlich dann am Ende nochmal das Ruder rumreißen. Ey, man gibt ja keinen Ruder, das ist ja hier in der Wüste und so. So, wie viel Überzeugung kriege ich denn? 3 Überzeugung und ein Schwert. Das Schwert wird mir, komm, nehmen wir auch aufdecken. Hier automatisch jetzt gut geschrieben. Naja, der könnte eventuell noch drankommen, je nachdem, welche Karte er gleich zieht. Und, ich nehme mal den Arrakis-Kontakt. Ich will die Infanterie einfach nicht, also die ist nicht schlecht, aber verstopft eigentlich nur die Hand und hat dann wirklich nur Auswirkungen bei der Aufdeckphase. Deswegen lasse ich sie da. Er kriegt nur 2 dazu. Das heißt, ich habe den Kampf vermutlich gewonnen. Außer er zieht jetzt noch die fette Karte. Auch nur 2 dazu. Das hier hat er wieder hier eine Karte. 2 Schwerter, die hat er gut geschrieben bekommen. Den Konflikt habe ich gewonnen. Das heißt, ich habe jetzt das hier gewonnen. Das Arakeen-Feld. Die Karte kann ich nicht spielen. Die bringt mir jetzt nichts, die Intrigenkarte. Aber das ist der nächste Siegpunkt. Sehr schön.
auch sehr interessant. Wenn man hier gewinnt, dann kann man sich zwei Fraktionen auswählen und dort einen Rang aufsteigen in Beziehung. Eigentlich wichtig, damit zu machen. Was wieder? Ich hole mir hier Truppe. Ja, ich mache damit auf jeden Fall. Ich steige ein, wenn das jetzt noch nicht viel bringt. Muss ich dann mal überlegen, bellt man die Truppen eventuell für das nächste Gefecht, was vielleicht noch wertvoller ist durch Siegpunkte oder hast du nicht gesehen? Alles möglich. Ja gut, das Feld ist mal frei. Na, ihr habt es wahrscheinlich auch schon gemerkt, da wo ein Arbeiter draufsteht, kann man nicht drüber gehen. Da gibt es auch Karten, die man ausspielen kann, die das erlauben, aber in dem Fall halt jetzt nicht. Und ich hole mir jetzt weitere Truppen hier, weil ich ja gerade ein Wasser geholt habe, und hole mir dann automatisch das Fremenbündnis, wodurch ich ein Wasser kriege. Das Fremenbündnis und einen Siegpunkt. Und hau die Truppen auch gleich mit rein. Kommt da vielleicht bei den anderen Fraktionen auch mal ein bisschen näher dran. Ja. So, ich bin wieder dran, weil die anderen ja keine Arbeiter mehr haben. Kriegen sie erst in der nächsten Runde. Viele Möglichkeiten habe ich jetzt nicht mehr. Ich muss den jetzt nicht ausspielen, den Arbeiter. Ich kann die Karten auch alle auch komplett auf Hand behalten. Das wird mir viel Überzeugung geben. Kann mir von irgendwas leisten. Duncan Idaho kann mir davon leisten. Hatte ich ja eh vorgehabt, ne? Gut. Bringt das was, den Arbeiter nicht auszuspielen? Ich kann eh nur auf die Felder hier gehen, weil ich nur dieses gelbe Dreiecksymbol habe. Und natürlich viel Spice holen, ist klar. Ne? Und dann ein Wasser abgeben. Ja, ich mache das mal nicht, ich behalte ihn, um mir Duncan Idaho leisten zu können. Und hol ihn hier. Zack. Wird sich am Ende herausstellen, ob das eine gute Aktion war. Ja, er hat jetzt die dicke Karte gezogen und überholt mich damit. Das heißt, den Konflikt haben wir nicht gewonnen. Habe auch keine entsprechende Intrigenkarte, die ich ausspielen kann. Schade. Aber immerhin ein Wasser und zwei Solari. Aber so ist es nun mal. Und das ist natürlich für den Baron Harkon ist das jetzt viel wert. Geht jetzt einmal hier hoch. Wo geht er noch hoch? Habe ich jetzt gar nicht gesehen. Einfach von den anderen beiden hier, glaube ich. Muss ja. Man kann, glaube ich, nicht dieselbe Aktion zweimal, also dieselbe Fraktion zweimal wählen. Seht ihr auch, die haben jetzt drei Arbeiter, drei Agenten. Fünfte Runde. Und was mache ich nun? Was mache ich nun? Seid ihr die blöd? Blöd. Ich glaube, ich spiele einen Aufklärer. Also, da es mein Feld ist, das muss mir jetzt Geld geben. Das gucken wir mal. Ich habe drei Solari. Wenn ich da jetzt draufziehe, müsste ich automatisch eine zu bekommen. Ja, tatsächlich. Und habe eine Karte gezogen. Das ist nicht schlecht. Die Truppe haue ich auch gleich rein. Und immer mal dran teilnehmen an dem Kampf. Gut, das Feld, da wollte ich jetzt auch hingehen. Aber das ist halt so, dann ist es halt weg. Passiert. Seht, die sammeln auch fleißig Punkte. Das ist so ein Harkon hier mit seinen 6 Spices auch nicht mehr weit weg davon, den nächsten Siegpunkt sich einzufahren. 2, 4, 5, 6. 6 Überzeugung. Naja, das bringt nichts. Ich kann jetzt nicht zwei Arbeiter mit ins Grab nehmen, sozusagen. Das funktioniert so nicht. Hier haben wir einen guten Vorsprung. Lass uns doch mal zu dem Bene Gesserit gehen. Da gibt es dann eine Einflusskarte. Achso, übrigens, wenn sie drei Einflusskarten gesammelt haben, dann gibt es dafür auch einen Siegpunkt, also Intrigenkarten. Gehen wir dahin. Steigen dann hier auch im Rang einmal auf. Kenne ihre Methoden. Okay. Die Karte könnte ich sofort ausspielen. Das wird mir dann einen Einfluss geben bei den Fremen, aber die kann ich jederzeit ausspielen. Von daher ist es egal. Sollten die jetzt gleich näher kommen, kann ich die Karte immer noch ausspielen, um wieder einen kleinen Vorsprung zu erhaschen bei den Fremen. Kommt auch schon. Und haut auch noch seine Truppen da rein. Okay. Ja, da brauche ich nicht mit. Da brauche ich jetzt nicht mitspielen in dem Kampf. Das bringt nicht. Da brauche ich jetzt nicht noch weitere Truppen reinhauen.
Was, glaube ich, ganz gut ist, wenn ich mir jetzt hier die 4 Spice hole. Für ein Wasser, das ist echt, das ist günstig. Das mache ich. Ach komm. Und ich spiele die Methoden, um hier einen nach oben zu gehen. Will gar nicht erst auf dumme Ideen kommen. Aber wie gesagt, so ein Bündnis kann man wieder verlieren. Und dann ist ein Siegpunkt weg. Das ist dann nicht so schön. Oh, kein Arbeiter mehr. Es wird aufgeweckt. Und habe 4 Einfluss. Imperatorkarte, sehr schön. Man kann für 2 Geld dann einen Einfluss auswählen. Wenn man hier eine Allianz hat, mit dem Imperator gibt es sogar 4 Überzeugungen für die Karte. Das ist nicht schlecht, aber sind wir weit, weit von weg. Kanonenfutter. Jeder Gegner verliert einen Trupp aus seiner Garnison. Ist auch nicht schlecht, ne? Das ist eher so die kriegerische Karte. Was waren denn die anderen beiden? Hier kann ich einen Einfluss und 2 Spice verlieren, um eine andere Fraktion 2 Einfluss dazu zu gewinnen. Oh, seht ihr das Messer da? Im Ärmel? Sehr gemein. Und immer noch die Infanterie. Nein, nein. Wir holen den Kanonenfutter. Ja, gibt ihn schon wieder. Die Schlacht. Und hat noch 7 Truppen in der Garnison. Ah, ja, ja, ja. Das kommt. Das läuft gar nicht gut. Das läuft gar nicht gut. Auch die Karte bringt mir nichts. Noch nicht. Deswegen ist es auch wichtig, dass ich hier in den Einflüssen aufsteige. Auch bei den anderen. Jetzt gibt mir die Karte am Ende gar nichts. Immerhin eine Intrigenkarte und einen Spice bekommen. Sehe ich das jetzt richtig, als ich die Intrigenkarte nicht bekommen habe? Wir gucken nochmal ins Log. Nacht- und Nebelaktion. Moment, Moment, Moment. Den habe ich erworben. Kampfstärke. Dann Nacht- und Nebelaktion. Das war der Konflikt. Der hat das aufgedeckt. Dann habe ich das bekommen. Ein Spice und eine Intrigenkarte. Die habe ich nicht bekommen. Sehe ich das richtig? Ich habe nur hier unten diese eine Intrigenkarte. Okay. Ja, nach wie vor Early Access ist dann halt ein kleiner Fehler. Ist dann so jetzt ärgerlich, aber naja. That's life. Und ich überlege, ich kann überhaupt gar keine Fraktion diesmal wieder anspielen, weil ich keine entsprechenden Karten habe. Ich könnte mir dauerhaft Überzeugung einkaufen, oben beim Hohen Rat. Oder könnte jetzt erst einmal... Es geht wieder um Siegpunkte, ne? Ah, da muss ich gucken, dass ich Truppen hinkriege. Aber irgendwie... läuft gerade nicht so. Ich spiele einen Siegelring hier hin. Mein eigenes Feld, was mir noch gehört. Kriege eine Truppe und eine neue Karte. Ziehe erstmal eine neue Karte. Spicejäger ist schön. Da kann ich gleich den Fremen ausspielen und mir dann das hier holen. Das wäre super. Und die Truppen entsprechend reinwerfen. Auch wenn es nicht viel ist. Und der natürlich, wenn er jetzt die entsprechenden Felder anspielt, die KI oder menschliche Spieler wird das vermutlich machen. Aber wie gesagt, hier durch das automatische Deck, was aufgedeckt wird, ist das nicht zwangsläufig so, dass er tatsächlich jetzt auch auf Kampffelder geht und dann dementsprechend Truppen reinschmeißt. Ja, das geht dann ja ausgerechnet auf das Feld, wo ich drauf wollte. Das ist doch Heimkleister. Mann, 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 das ist nicht gut. Vor allem kommt jetzt immer näher und ich kann jetzt gerade nichts machen. Ich kann jetzt mal noch Wasser holen. Ja, damit kann ich das Fremenbündnis besiegeln. Danach habe ich nur noch grüne Karten und eine gelbe Möglichkeit, um Truppen reinzuspielen, aber ich kriege nirgendwo mehr Truppen. Das ist der nächste Konflikt, den ich nicht gewinne. Die einzige Möglichkeit, die jetzt noch besteht, ist, hier oben 4 Truppen zu kaufen, dann anschließend eins auf dem Feld anzugehen. Ja. Ja. Okay. Siegpunkt. Okay. Natürlich eine Truppe und einmal Überzeugung für die nächste Phase. Das ist für die KI in dem Fall natürlich nichts wert. Das ist Quatsch. Und doch, ich kann natürlich auch hier hingehen auf das Feld und kann dann die Truppen reinschmeißen. Ich glaube, bis zu 2 Truppen zusätzlich. Das machen wir, um das Bündnis endgültig zu festigen. Weil mir doch gefährlich nahe kommt.
und schmeißt die Truppen rein. Ja, durch das Feld kann man dann zusätzlich, also die Truppen, die man erhält, in dem Fall plus das Kampfsymbol, heißt immer zwei Truppen zusätzlich noch aus der Garnison, plus das, was man gerade erhalten hat. Kann sein, dass es wieder nicht reicht. Er hat ja noch einen, je nachdem, was er jetzt noch reinschmeißt. Oh. Okay. Jetzt hat er natürlich ganz, ganz viele Truppen und hat mich wieder überholt. Das läuft nicht so gut. Oder läuft, lief schon mal besser, sagen wir so. Ich kann nichts machen, aufdecken. Krieg auch nur ein Schwert dazu, ne? Ein Kampfkraft. Das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Wir vergewinne ich diesen Konflikt nicht. Hm. Ich hole mal eine Imperator-Karte. Auch im Hinblick darauf, dass ich die Karte hier unten einlösen will, muss ich ja noch einen Einfluss gewinnen zum Ende hin. Die Karte, die will einfach nicht weg. Ne? Die will einfach nicht weg. Oh, ich krieg nochmal Kampfkraft dazu. Kriegt er noch Kampfkraft dazu? Dann hängt mich ab, womöglich. Jo. Habe ich jetzt die Truppen komplett umsonst reingeschmissen. Alles verloren und nichts gewonnen in der Runde. Ja. Nicht so gut. Ah, der nächste Schlag gibt 2 Siegpunkte. Die hatte. Und jetzt muss ich mal ganz kurz was nachgucken. Warum ich jetzt gerade eine kostenlose Truppe rekrutiert habe. Wahrscheinlich dadurch, weil wir jetzt wieder hier rumkämpfen um Arakeen und ich der Besitzer bin. Da gibt es dann kostenlose Truppe. Woher kommt das? Das ist mir neu. Ist das eine Fähigkeit von ihm? Nee. Interessant. Kann nur sein, dass ich das, wenn ich das für mich gespielt habe, darauf nie geachtet habe. Okay, ja, kein Problem. Ja, ich will mich ja nicht beschweren. Ja, wir danken Idaho. Für ein Wasser, eine Truppe und eine neue Karte ziehen. Oder gleich zwei Schwerter reinschmeißen. Interessant. Ich will unbedingt die Siegpunkte haben. Egal, was kommt. Ich werde dementsprechend jetzt erstmal den Spice-Jäger ausspielen. Truppen reinschmeißen. Machen wir erstmal so. Erstmal so, nicht zu viele Truppen reinschmeißen. Vielleicht spielen jetzt dementsprechend gar keine Arbeiter aus. Und nehmen vielleicht gar nicht am Kampf teil. Jetzt hat er das Bündnis hier auch noch mit der Weltraumgilde. Und geht somit in Führung. Das Gute ist, ich kann gleich nachziehen. Meinen Arbeitern, nachdem die dran sind, werde ich jetzt gleich wissen, wie viele Kämpfer die noch reinschicken. Ich hole mir hier den Mentaten. Das ist ein zusätzlicher Arbeiter, den man kriegt. Plus eine Karte. Oder zwei Karten. Zack. Einmal den festen Griff, die Imperatorkarte. Auch schön, die kann ich dann. Ne, werde ich nicht spielen können, oder? Doch. Könnte ich gleich spielen, die Imperator-Karte, weil ich ja 4 Spice habe. Interessant. Noch einen durch, der mir zumindest dann gleich ein Schwert gibt im Kampf. Gucken, was sie jetzt noch spielen. Ja, es kloppt ja natürlich Truppen rein, oder? Ja, natürlich. Holt sich den nächsten Siegpunkt. Ja, natürlich auch nochmal, logisch. Ja, gut, da muss ich nacharbeiten. Muss Truppen reinschmeißen. Ich werde die Imperator-Karte spielen, hier oben. Es gibt mir 5 Solari, 2 Truppen und eine Intrigenkarte. Ich kann die Truppen jetzt nicht reinspielen, weil hier kein Schwertersymbol ist. Die kriege ich jetzt nur in meiner Garnison. Aber ich habe sie. Okay.
Und durch den festen Griff kann ich jetzt 2 Geld ausgeben und dann in den Fraktionen aufsteigen, zumindest in einer Fraktion. Das ist gut. Das ist gut. Bin ich jetzt nicht automatisch aufgestiegen bei dem Imperator? Okay, aber ist egal. Ich wollte eh bei dem Bene Gesserit nach oben gehen, um einen zusätzlichen Siegpunkt zu holen. Sehr schön. Und jetzt doch, genau, weil ich die Karte hier ausgespielt habe. Immer wenn man, wie gesagt, hier einen Arbeiter hinspielt, dann steigt man automatisch einmal im Rang auf. Bin jetzt hier auch im ersten Rang beim Imperator. Zwar hinten dran, aber das macht nichts. So, Zug beenden. Jawohl. Und die Intrigenkarte, die ich bekommen habe, zeige ich euch auch mal. Hier Entscheider. Dafür kann ich mich im Kampf entscheiden, 2 Schwerter zu bekommen oder 10 Spice. Das gilt dann allerdings nur fürs Ende, ne? Genau. Entweder im Kampf 2 Schwerter oder am Ende 10 Spice. Warum sollte man am Spielende Spice kriegen? Weil, wenn man Gleichstand hat in den Punkten, in den Siegpunkten, dann ist Spice der erste Tiebreaker. Und wenn man dann natürlich nochmal 10 Spice raushauen kann, kann man das Spiel für sich entscheiden. Gut, ich wollte noch Truppen reinhauen, um diesen Kampf zu gewinnen. Die können ja nichts mehr machen, ziehen aber gleich, wie gesagt, noch eine Karte. Duncan Idaho. Du Lümmel. Oder hole ich mir Spice. Wenn ich Duncan hier reinspiele, dann das eine Truppe nochmal zusätzlich und ein Wasser. Oder ich gebe hier ein Wasser ab und kriege 3 Spice. Na komm, wir spielen den Duncan, spielen wir hier hin. Obwohl, Moment. Ich kriege ja durch Duncan, kriege ein Wasser und 2 Schwerter auf jeden Fall in der Aufdeckphase. Plus den Dolch sind nochmal 3, bin ich bei 9. Ich mache das so. Spiele nochmal 2 Truppen rein. Das sollte auf jeden Fall reichen. Ich glaube, maximal können sie noch 6 Schwerter dazu kriegen durch die eine Karte. Dann wären sie bei 10 und ich kriege ja hier noch. Dann reicht sogar 8 plus 9, 10, 11. Wie gesagt, 6 ist, glaube ich, das Maximale, was sie ziehen können. Das sollte reichen. Hoffentlich jetzt kein Gedankenfehler. Wir decken auf. Ist auch mal so schön, wenn man hier mit der Maus drüber fährt, dann sieht man schon, was man kriegt. Man kriegt eine Überzeugung und 3 Schwerter dazu. Von den Karten, die man noch auf der Hand hat. Oh nein, ich will die Infanterie immer noch nicht. Ich kann da bleiben. Na, er kriegt sogar gar keine Schwerter dazu. Er hat da viel zu viele Truppen reingeschmissen, aber für 2 Siegpunkte ist das schon was wert. Ah, er kriegt auch nichts dazu. Na gut, dann ist das so, kein Problem. Jetzt haben wir zumindest einen klaren Sieg rausgeholt. Ihr könnt jetzt auch die Karte reinspielen, wird dann noch 2 Schwerter, also noch 2 Kampfkraft zukriegen. Ja, Quatsch. Sehr schön, 2 Siegpunkte. Und wir bleiben Herrscher über Arake. Und dann ist es jetzt schon nicht mehr so weit zum Sieg. Ah, okay. Es geht wieder um 2 Siegpunkte. Ja, bleiben wir bei der Militärstrategie. Immer drauf, immer rein. Er mit natürlich mit seinen 7 Garnisonstruppen. Schwierig. Und was machen wir? Was machen wir? Er ist natürlich stark, ne? 3 Schwerter am Ende. Könnt jetzt sagen, jeder Gegner verliert einen Trupp aus seiner Garnison. Das wird ihn gar nicht betreffen, weil er keine Truppen hat. Er wird nur eine verlieren. Aha. Okay. Ich könnte natürlich jetzt hier oben mit meiner Diplomatiekarte könnte ich hingehen zum Imperator. Würde dadurch dann meinen 8. Siegpunkt bekommen. Und dann versuche mit den restlichen Karten so viele Truppen reinzuschmeißen, dass ich dann noch zusätzliche Siegpunkte bekomme. Ich glaube, das mache ich einfach, ne? Oder bringt mir sonst irgendwas? Ja, machen wir. Ja, komm. Einfach mal. Klingt wie ein Plan. So. Ich hoffe, dass der Plan aufgeht. Naja, und da fängt er schon wieder an, seine verdammten Truppen da reinzuspielen. Okay. Und er holt sich auch den nächsten Siegpunkt durch das Bündnis mit dem Bene Gesserit. Knapp, knapp, ja. Knapp, knapp. Ich kriege ich ein Schmerz, durch euch nichts. Deswegen kann ich euch spielen. Die Karte bringt mir natürlich gar nichts außer Überzeugung gleich.
jetzt vielleicht doch nicht die beste Idee von mir. Komm, spielen wir. Gut, ich könnte jetzt natürlich einen Doll spielen und dann gleich. Was mache ich denn jetzt? Naja, bleiben wir bei dem ersten Gedanken, der ja meist der richtige ist. Senden Truppen. Die eine Truppe plus zwei zusätzliche. Beende den Zug. Es ist immer wichtig, was der Baron jetzt macht. Ah, der spielt natürlich jetzt auch wieder Truppen rein. Mann! Darf doch nicht wahr sein. Das läuft gar nicht so gut. Er holt sich noch Truppen mit seinem letzten Arbeiter. Das ist aber uninteressant. Jetzt hat er zwei Truppen. Dann nichts. Ich kriege durch den Kanonenfob, da wenn ich jetzt nicht ausspiele, drei Schwerter dazu. Plus einen Trupp, du darfst einen Trupp aus deiner Garnison im Konflikt einsetzen. Das heißt, ich kriege durch die Karte allein schon mal 5 Kampfkraft dazu. Und ich habe noch den Dolch, den ich ausspielen kann, der mir aber nichts bringt. Truppenmäßig, also truppenmäßig fürs Schlachtfeld. Aber ich kann den Dolch einsetzen, um mir Elementaten zu holen. Und eine Karte zu ziehen. Und mit der entsprechenden Karte kriege ich vielleicht jetzt eine Karte, wo ich dann gleich auch nochmal Truppen reinspielen kann. Oh, ne, ach komm. Okay, Aufklärung habe ich bekommen. Das ist gut. Ich weiß nicht, warum ich jetzt eine zweite Karte bekommen habe. Mal gucken in den Log. Ich habe den Mentaten genommen. Genau, kriege dadurch auch noch eine Karte. Das ist das, was das Feld macht. Und ich habe eine Karte durch rücksichtsloser Unterhändler gezogen. Nö, wenn mir das jemand erklären kann, sagt's mir, aber gut, dass ich diese zweite Karte noch gezogen habe. Wichtig. Okay, was macht er? Er setzt keine Truppe ein. Okay, holt sich einen zusätzlichen Punkt. Das ist aber nicht schlimm. Durch die Karte Aufklärung kann ich jetzt tatsächlich sogar hier noch hingehen und noch eine Truppe einspielen. Das ist nicht viel, aber wir denken dann, wir kriegen gleich noch 5 Truppen dazu. Gibt's eine bessere Möglichkeit, die ich machen kann? Hier oben hingehen, eine Truppe kriegen und eine zusätzliche Karte. Ist vielleicht jetzt gerade sogar das Beste, was ich machen kann. Ich habe jetzt überlegt, 3 Karten auf die Hand zu kriegen. Aber was bringt mir das außer Überzeugung am Ende? Ja, wie gesagt, ne? Wenn man 9 Überzeugungen hat, kann man hier Spice mit Fließen holen. Das ist dann auch noch ein zusätzlicher Siegpunkt. Aber ich gehe mit der Aufklärung hier oben hin. Mein eigenes Feld, kriege wieder Geld von mir selbst. Super. Und kann die Truppen reinschmeißen. Jetzt all in. Plus eine gezogene Karte. Der Arrakis-Kontakt bringt mir jetzt aber nichts. Okay. Gut, dann wird jetzt aufgedeckt. Na, er kann jetzt wieder die dicke Karte ziehen. Die ich so mit einholen. Und den Konflikt sollte ich gewinnen. Wie gesagt, wenn ich glaube ich maximal 6 Schwerter, die er ziehen kann. Kommt auf 14. Ich kriege noch 5 dazu. Gar nicht wahr, ich kriege noch 3 dazu. Weil ich ja keine Garnison mehr habe. Keinen Trupp mehr in meiner Garnison habe. Oh Gott. Spannend. So. 3 Schwerter dazu. Auf 13. Das wäre jetzt schon übel, wenn er gleich die dicke Karte zieht und dementsprechend nochmal Schwerter dazu kriegt. Das wäre echt gemein. Oh hier, den Wurmreiter, der ist gut. Vor allem, wenn man gut mit dem Fremen steht, mit Einfluss. Bei 2 Einfluss kriegt man 4 Schwerter in der Aufdeckphase. Und wenn man die Allianz dazu kriegt, kriegt man sogar nochmal 2 Schwerter dazu. Das sind jetzt nochmal 6 Kampfkraft. Ja, falls wir noch eine Runde spielen, also eine Runde spielen wir glaube ich tatsächlich noch. Selbst wenn ich jetzt die 2 Punkte kriege, das ist dann die letzte Runde. Kann nochmal wichtig werden. Schauen, gucken. Und den Entscheider kann ich auch noch einspielen. Sehr schön. So, er kriegt nur 3 dazu. Das heißt, die Runde haben wir gewonnen. Und ich gebe mir nach 10 Siegpunkten. Ich glaube, dann spielen wir allerdings noch eine Runde. Oder die Runde ist jetzt automatisch dadurch vorbei. Das wäre natürlich optimal. Dann hätten wir gewonnen. Knapp gewonnen. Aber abwarten. Noch sind wir nicht am krausen Bäumchen, so wie wir in Essen sagen. Und holen uns die 2 Siegpunkte. Okay. Er holt sich auch noch einen Siegpunkt. Durch den Spice. Und das ist das Spielende. Genau, sehr schön. Richtig? Genau. Ja, das war das Sieg. Und, also das ist natürlich super, wenn man dann mit dem Konflikt auf 10 Punkte kommt und dann automatisch nicht mehr spielt. Normalerweise ist es so, wenn man während einer Runde auf 10 Siegpunkte kommt, dann wird die Runde komplett noch zu Ende gespielt. Egal, ob man noch einen Arbeiter hat und die anderen noch 2 Arbeiter, dann wird bis zum Ende gespielt und dann wird abgerechnet. Jetzt haben die beiden natürlich am Ende jetzt auch keine Intrigenkarten mehr auf Hand gehabt. Wie gesagt, dieses Haus-Hegel-Deck, das spielt die Intrigenkarten aus, nicht aus, das wird nur gesammelt, um sie in Siegpunkt umzusammeln. Aber auch hier, ne, wenn man da einen Multiplayer spielt, dann kann er am Ende eine Karte ziehen und plötzlich nochmal, was weiß ich, 2 Siegpunkte holen, oder 3 oder 2 und hat dann mehr Spice und dann wird es dann noch überholt. Also das kommt alles vor.
Das macht das Spiel gerade so spannend bis zum Ende. Und ich wollte euch einfach mal dieses Solo-Deck zeigen, wie gut das funktioniert. Auch wenn man das Brett vor sich hat, da muss man das natürlich alles händisch machen, aber das ist relativ schnell abgehandelt. Innerhalb von 10 Sekunden hat man die KI oder die anderen beiden KI-Spieler abgehandelt. Und das macht es halt so unglaublich spannend. Und das ist jetzt hier noch die Vanilla-Version, das Spiel ohne die Erweiterung, die es mittlerweile gibt. Die machen das Spiel nochmal besser, noch ein Stück besser, aber auch schon hier allein das Spiel ist großartig. Und ich spiele es immer wieder gerne. Und jetzt durch die App hier natürlich, die Steam-App, macht es natürlich einfacher, den Computer anschmeißen und spielen. Und so muss man nicht alles aufbauen. Da fehlt da so ein bisschen natürlich die Haptik, aber nichtsdestotrotz freut mich, dass es das Spiel gibt. Ja, gewonnen. 10-8-6. Wunderbar. Sah vielleicht so zwischendurch nicht danach aus, da waren die beiden doch immer gut dabei. Vor allem hier der Baron Wladimir Harkon mit seinen ganzen Truppen, die er hatte. Aber ja, naja, gut, der Graf Ilban hat es mal wieder allen gezeigt. Gut, liebe Zuschauer, das ist Dune Imperium, die digitale Steam-Version. Alle relevanten Links findet ihr wie immer in der Videobeschreibung und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, was weiß ich, im halben Jahr oder so, beim nächsten Spiel, beim nächsten Video sehen wir uns dann wieder. Bis dahin, bye bye.